So, wir starten auch schon. Jetzt können uns die Journalistinnen und Journalisten da draußen hören. Herr Kopatz hat, glaube ich, noch ein paar technische Probleme, aber ich begrüße Sie schon mal herzlich. Willkommen zum nächsten virtuellen Pressbriefing des Science Media Centers hier. Das ist eine kleine Premiere heute für uns, denn das ist das erste virtuelle Pressbriefing, das unter Sperrfrist stattfindet. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Ich bin Marlene Halbach, stellvertretende Redaktionsleiterin der SMC-Redaktion. Und das heutige Thema ist ein klassisches Querschnittsthema über alle Bereiche hier im SMC. Und zwar, wie können Deutschlands Städte gesünder und klimafreundlicher werden? Die Welt sieht sich ja heute schon extremen Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels gegenüber. Zum Beispiel Hitzewellen belasten die Gesundheit extrem und fordern eben auch Todesopfer in den Städten. Und dieser Einfluss von Klima auf Gesundheit verschärft sich weiter. Das ist das Ergebnis des jährlichen Berichts Lancet Countdown, der eben jetzt diese Woche veröffentlicht wird. Und in dem hat ein Team aus internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewertet, anhand von über 40 Indikatoren, wie sich dieser Einfluss von Klima und Gesundheit verändert hat. Und die weltweite Lage ist, wenig überraschend, nicht so rosig. Alle Indikatoren haben sich verschlechtert, sogar solche, die auch in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren sich etwas positiver entwickelt hatten. An diesen großen Bericht sind auch kleinere, nationalere Berichte angeschlossen, also sogenannte Policy Briefs wird das genannt. Und diese brechen eben diese globalen Themen herunter auf regionale Gegebenheiten in den einzelnen Ländern. Und so langsam schaffen wir den Bogen zu unserem Anlass heute des virtuellen Pressbriefings. Und zwar eine Empfehlung des nationalen Policy Briefs für Deutschland ist, deutsche Städte müssen gesünder und klimafreundlicher werden. Denn, so der Report, gerade Städte bergen eben dem Bericht nach ein sehr, sehr großes Potenzial zu einer nachhaltigen Transformation, weil eben allein schon dort sehr, sehr viele Menschen leben. Die Dichte ist sehr hoch an Menschen, an Häusern und spielen deshalb auch eine herausragende Rolle als Lebensraum für einen Großteil der Gesellschaft, muss man einfach so sagen. Aber wie genau werden jetzt Städte nachhaltiger und gesünder? Auf welchem Stand sind sie eigentlich? Und wie können Sie das vielleicht auch als Journalistinnen und Journalisten da draußen in der eigenen Region nachvollziehen? Das wollen wir heute im virtuellen Pressbriefing unter anderem besprechen. Bevor wir in die Runde starten, habe ich noch drei kurze Hinweise für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie können wie immer bei uns Fragen stellen, und zwar hier im Chat, und richten dort bitte die Fragen an alle Teilnehmenden, nicht irgendwie etwa an Moderatoren oder an einzelne Experten. Das wäre sehr wichtig, dann sieht mein Kollege die und kann sie an mich weiterreichen und ich gebe sie rein in die Runde, wenn es passt. Dann, habe ich vorhin schon gesagt, die Informationen dieses Pressbriefings, das ist ein Novum, stehen eben unter einem Embargo, also einer Sperrfrist. Das heißt, bitte verbreiten Sie nichts, was wir hier besprechen, weder Inhalte dieser Reporte noch eben Aussagen der Expertinnen und Experten, bevor diese Sperrfrist am Donnerstag, den 3. Dezember, 0.30 Uhr gefallen ist. Also ab diesem Zeitpunkt können Sie berichten. Noch eine Besonderheit ist heute auch, dass wir eben diese beiden Berichte, über die ich gerade schon gesprochen habe, auch an Sie verteilen können, unter Sperrfrist noch zur Verfügung stellen können. Wir schicken also ein Executive Summary, heißt es, also eine Zusammenfassung des Lancet Countdowns und den Policy Brief, über den wir gleich sprechen werden, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Panels. Und bitte behalten Sie eben auch diese Information unbedingt vertraulich, bis die Sperrfrist gefallen ist. Wer das nicht will, also jetzt irgendwie die Berichte nicht nochmal per E-Mail nachher rumgeschickt bekommen möchte, der meldet sich einfach kurz bei uns unter redaktion@sciencemediacenter.de. Ansonsten bekommen das einfach alle nachher, die hier teilgenommen haben. So, und jetzt möchte ich gerne einmal die Expertinnen und Expertenrunde hier vorstellen. Ich gehe alphabetisch dabei vor. Nicht, dass es hier Missverständnisse gibt, warum die Dame zum Schluss kommt, aber es hat schon seinen Grund. Und zwar möchte ich gerne anfangen bei Professor Dr. Jörn Birkmann, bei mir oben rechts. Er ist Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart. Sie sind auch einer der Leitautoren des 6. Berichts des Weltklimarats, IPCC, der nächstes Jahr veröffentlicht wird, und waren auch schon am 5. beteiligt. Sie erforschen in Stuttgart vor allen Dingen die Anpassung an Extremwetterereignisse als Folge des Klimawandels und wie resilient die Gesellschaft und die Städte eigentlich gegenüber solcher Risiken sind. Sie sind nicht Autor, der beteiligt ist am Lancet Countdown, das war nochmal wichtig zu sagen. Genau, so, das wäre der erste Experte, Jörn Birkmann. Ich komme gleich nochmal auf Sie zu, ich stelle erst einmal alle vor. Und zwar der zweite in der Runde, von dem ich hoffe, dass er mich hört, denn bei mir ist er leider eingefroren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ist Dr. Michael Kopatz. Er ist Sozialwissenschaftler und Projektleiter im Forschungsbereich Stadtwandel in der Abteilung
Energieverkehrs, jetzt ist er weg, kommt bestimmt gleich wieder, Energie, Verkehrs- und Klimapolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Sehr viele Buzzwords in einem. Er beschäftigt sich vor allen Dingen damit, wie Klimaschutz auf kommunaler Ebene gelingen kann und hat da eben auch schon Praxiserfahrungen sammeln können, sag ich mal, denn er sitzt im Stadtrat von Osnabrück als Mitglied der Fraktion der Grünen. Und die letzte im Bunde, aber dann nicht, damit nicht weniger wichtig, ist Frau Professor Dr. Claudia Treidel-Hoffmann. Sie sind Ärztin und leiten die Umweltmedizin am Uniklinikum Augsburg, an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum in München, also dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Sie verbinden daher eben Anwendungen, also den Beruf der Ärztin, mit Forschung zu umweltmedizinischen Aspekten und erforschen dabei eben vor allen Dingen Gesundheitsauswirkungen des Klimawandels. Außerdem engagieren sie sich auch noch in der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, KLUG abgekürzt. Diese hat eben auch den nationalen Report, den Policy Brief des Lancet Countdown für Deutschland koordiniert. So, ich habe jetzt einen langen Monolog gehalten, Frau Treidel-Hoffmann. Meine erste Bitte wäre, könnten Sie vielleicht in ein paar Minuten einmal ganz kurz die Ergebnisse des globalen Lancet Countdowns anreißen und dann eben nochmal scharf stellen, was genau jetzt die Forderungen für deutsche Städte ist, sind eben die der Policy Brief dort aufgelistet hat. Ja, vielen Dank. Und erstmal vielleicht ganz kurz nochmal zum Lancet Countdown. Es geht also insgesamt um Klimawandel und Gesundheit. Das ist etwas, was meistens übersehen wurde und immer mehr gesehen wird, zum Glück, weil das eben einfach bedeutet, dass der Klimawandel nicht nur die Bäume sterben lässt, ja, und schon gar nicht ein parteipolitisches Thema ist, sondern vielmehr ist es etwas, was das ganze System Erde betrifft. Und so auch das ganze System Mensch. Und genau das wird in dem Lancet Countdown abgearbeitet. Es gibt Indikatoren, die besprochen werden. Insgesamt eben ist, wie der Klimawandel auf die menschliche Gesundheit wirkt. Dann gibt es einen Abschnitt, wie man welche Anpassungsstrategien verfolgt werden. Aber nicht nur Anpassungen, weil das wird ja auch meistens dann vorgeworfen, dass wir jetzt uns im Prinzip abfinden damit, dass der Klimawandel da ist. Nein, es geht auch ganz klar darum, wie können wir den Klimawandel abmildern. Und da gibt es ganz klare Maßnahmen. Und auch das ist ja das, was wir jetzt gleich auch in dem Policy Brief nochmal besprechen werden. Und dann auch ein Aspekt, wie das, wie der Klimawandel auf Ökonomie und Finanzen sich auswirkt. Und auch hier ganz klare Hintergründe, was da Realität ist. Weil auch hier heißt es immer, Klimawandel, Anpassung kostet. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass wenn wir uns nicht anpassen, kostet es unfassbar viel mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben gerade diese vier Hauptindikatoren hier mit besprochen werden. So, was ist das Overall-Ergebnis des Lancet Countdowns? Das ist das zweite Mal, dass hier umfassend beschrieben wird, wie der Klimawandel auf die Gesundheit wirkt. Und das ist im Prinzip ganz klar, dass es weitreichende Effekte gibt auf den Menschen. Und das geht über mentale Gesundheit, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Metabolismus. Es geht auch auf Infektionen. Wir steuern im Prinzip auf eine Entwicklung hin, dass wir hier in Deutschland vermehrt Borreliose, aber auch zum Beispiel Malaria haben werden. Also die Mücke ist schon da, wir brauchen nur noch den Parasiten in der Mücke. Das heißt also, das ist wirklich umfassend dargestellt und die Evidenz ist sehr viel breiter, sehr viel tiefer und einfach ganz klar, dass es jetzt auf unsere Gesundheit geht und sogar die Existenz letztendlich der menschlichen der Menschheit bedroht. Ja. Das ist zu dem Lancet Countdown und was jetzt am Ende zusammengefasst wurde in dem Policy Brief, das sind hauptsächlich vier Empfehlungen, die da zusammengefasst werden, weil man das ja natürlich auch leicht und verdaulich transportieren möchte. Es ist einmal
Erstens ist die Antwort, dass also diese Triple-Win-Maßnahmen umzusetzen, die das Klima stabilisieren, die Gesundheit schützen und eine nachhaltige Wirtschaft fördern. Dann der zweite Punkt ist Ernährungsempfehlungen und Maßnahmen umsetzen. Auch das ist auch eine Doppelgewinnsituation, weil es sowohl unsere Gesundheit fördert als auch eben die Umwelt. Dann eben Lebensräume schaffen, die aktiven und nicht motorisierten Transport begünstigen. Auch hier wieder der klare Effekt auch auf die Gesundheit durch die Bewegung weg von der Couch-Potato hin zu der Bewegung und dann auch hier nachhaltige Gesundheit. Und der letzte Punkt, und das ist das, wo wir auch heute hier die Experten noch neben mir als Medizinerin haben, das enorme Potenzial der Städte, wo wir hier durch nachhaltig guten Transport und Strategien hier für Transportmechanismen, dass wir hier auch eben das Potenzial heben, um hier sowohl was für die Gesundheit als auch eben für oder gegen den Klimawandel zu tun. Das sind diese vier Dinge, die hier zusammengefasst wurden. Und insgesamt ist das eben ganz klar der Hinweis, ja, Klimawandel wirkt auf die Gesundheit. Und das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, damit wir und nachhaltige Gesundheit schaffen in einer sich wandelnden Welt. Vielen Dank für die kurze Zusammenfassung, denn die Journalisten da draußen haben es ja noch nicht gelesen oder lesen können, im Nachhinein ja, aber das wäre sehr gut, dann sind wir alle auf einem Stand, vielen Dank. Hier nochmal der Hinweis, ne, Sperrfrist dieser Information wäre sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten. Vielleicht kann ich da aber direkt einhaken, Frau Treidel-Hoffmann. Das ist ja jetzt so ein ganz großer Überblick, den der Lancet Countdown macht und ein bisschen runtergebrochen auf die deutsche Situation schon im Policy Brief. Sie kommen ja aber eben aus der Gesundheitsperspektive, sag ich mal, also als Ärztin und auch als Forscherin über Umweltmedizin. Welche Rolle nimmt denn der Gesundheitsbereich selbst ein oder kann er noch einnehmen? Ist da schon eine sehr aktive Rolle vorhanden oder was sollte der noch weiter tun? Genau, das ist etwas, was sich jetzt gerade in den letzten Monaten oder im letzten Jahr entwickelt hat, dass die Ärzte, wir Ärzte hier eine Rolle übernehmen wollen und auch müssen, weil es nun mal so ist, jetzt habe ich keinen weißen Kittel an heute, aber normalerweise ist es schon so, dass die Ärzteschaft glaubwürdig ist und hier auch als Mediator verwendet werden kann, um diese Nachricht Klimawandel und Gesundheit zu transportieren. Und wir glauben, dass wir Ärzte hier eine Vermittlerrolle, eine Überzeugungsrolle haben, um das Thema zu bringen, um zu sagen, ja, Klimawandel ist etwas, was unsere Gesundheit beeinträchtigt. Und das ist bisher noch nicht in dem Maße da gewesen. Und wir haben jetzt die Ärztekammer mit an Bord. Wir wollen das ins Curriculum reinbringen. Es soll wirklich in das Medizinstudium reinkommen. Wir machen Kurse. Das heißt, das ist der eine Aspekt. Lassen Sie ganz kurz noch einen anderen Aspekt sagen. Das Gesundheitssystem als Verursacher des Klimawandels, dass also auch zum Beispiel Narkosegase sind nicht klimaneutral, sondern ganz im Gegenteil, sie feuern den Klimawandel weiter mit an. Auch CO2-Verbrauch in den Krankenhäusern, das sind die zwei Aspekte, einmal die der Transport der Nachricht, zweitens die Ärzteschaft und das Krankenhauswesen in der Arbeit der Abmilderung des Klimawandels. Mhm. Vielen Dank schon mal für diese kurze Zusammenfassung und den Einblick. Herr Kopatz, Sie hören uns jetzt und wir sehen Sie wieder, das ist hervorragend. Ich hatte Sie gerade schon in Ihrer Abwesenheit kurz vorgestellt, nur dass Sie wissen, was die Menschen da draußen jetzt über Sie wissen, also dass Sie Sozialwissenschaftler sind beim Wohlfahrtal-Institut und dass Sie sich auf kommunaler Ebene beschäftigen und aber auch, ich habe den Stadtrat erwähnt, nur dass Sie da Bescheid wissen. Ich würde aber gerne kurz bei Herrn Birkmann anknüpfen und zwar aus Forschersicht in Richtung Stadtentwicklung, Stadtplanung. Die Anpassung, Sie untersuchen ja die Anpassung der Städte an den Klimawandel. Wie bewerten Sie denn die Ergebnisse des Policy Briefs jetzt für Deutschland? Klingen die Handlungsfelder da irgendwie sinnvoll und wie weit sind wir denn da gerade? Könnten Sie dazu was sagen? Ja, schwierig, aber ich versuche es mal von den Unterlagen, die mir vorliegen. Ich glaube, diese Verknüpfung auch mit Gesundheit, was ja auch jetzt mit der Covid-Pandemie als Thema jetzt bei jedem eigentlich angekommen sein sollte, sofern er noch anwesend ist, ist sicherlich hilfreich und auch die Bedeutung im Grunde der nicht motorisierten Transports, der gerade angesprochen wurde, und der Stadtentwicklung ist gut. Ich glaube auch, es war ja von
deutlich geworden, dass diese Empfehlungen leicht verdaubar sein sollen. Ich glaube, die Krux liegt manchmal so ein bisschen im Detail. Also wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, was passiert momentan in Städten, was passiert im Bankenwesen. Wir haben niedrige Zinsen und Quadratmeterpreis in München oder Stuttgart kostet 1.500 Euro. Da wird es einem Privateigentümer schon relativ schwindelig, wenn er da irgendwelche Freiflächen erhalten soll. Das heißt also, hier müssen wir natürlich immer aufpassen, was sind die Kontextbedingungen, in denen Städte im Grunde Anpassung vollziehen. Aber sicherlich ist es so, dass heute die Aufmerksamkeit höher für das Thema ist. Aber was das ganz konkret heißt, ist dann immer etwas schwieriger. Also nehmen Sie das Thema Hitze. Da haben wir vielfach nur das Gefühl, dass wir im Grunde auf die Wohnbevölkerung gucken. Aber Stadtentwicklung muss eigentlich auch betrachten, wie dynamisch, also wo kommen Leute rein, wo erlebt man Hitzestress in Städten. Und das ist zum Beispiel sicher im Verkehrsbereich der Fall. Da haben wir bisher ziemlich wenig. Und auch die Vorstellung, dass wir uns primär mit Klimaanlagen gegen Hitzestress schützen, hat wenig mit diesem Triple Win zu tun. Also hier muss man sicherlich auch nochmal stärker beleuchten, was für Konflikte und Herausforderungen hat man, wirklich das Thema Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz sinnvoll zusammenzubringen. Und das kann ich gerne ein, zwei Punkte nochmal hinterher konkretisieren. Aber das ist sicherlich die Herausforderung. Ich finde, der Policy-Brief ist gut. Er zeigt auch nochmal die Bedeutung. Früher hatten wir immer das Gefühl in der Stadtplanung, so Gesundheit ist sowas, wo es um Schule und körperliche Ertüchtigung geht. Heute wissen wir es ein bisschen mehr, auch mehr als Feinstaub. Und dementsprechend ist es dann auch wichtig, natürlich zu fragen, wer leidet besonders? Was ist die soziale Schichtung? Was passiert in einer alternden Stadt? Das sind eben Fragen, die auch zur Anpassung gehören. Es reicht eben nicht, alleine Klimakarte zu haben. Also viele Städte in der ersten Runde, glaube ich, haben sehr stark eben fokussiert, ich brauche nur Umwelt- oder Klimadaten. Ich glaube, das greift zu kurz. Und die zweite Generation, glaube ich, von Anpassungsstrategien geht jetzt ein bisschen weiter. Mhm. Vielen Dank dafür. Für den ersten Aufschlag, glaube ich, genügt das auch erstmal. Ich würde gerne schon mal nach draußen geben an die Journalistinnen und Journalisten da draußen. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, super gerne schon in den Chat posten. Ich kann die hier schon aufnehmen. Würde aber jetzt einmal noch überleiten zu Herrn Kopatz und Ihnen das Wort geben. Es gibt ja extrem viele regionale Programme, Reallabore ist da irgendwie immer das Wort, was ich gelesen habe, und politische Zielvereinbarungen auf nationaler und internationaler Ebene zum Beispiel. Die WHO hat das gesunde Städtenetzwerk, es gibt ein WBGU-Gutachten, die DAS-Strategie der Bundesregierung. Ich muss sagen, in Köln sind jetzt jüngst ein paar Radwege irgendwie dazugekommen auf ehemaligen Fahrbahnen, aber ansonsten wohne ich eigentlich noch in einer sehr klassischen Großstadt. Wie gut kommen wir denn in Deutschland so im Thema gesunde Städte voran, also auf kommunaler Ebene? Und wie sind da nationale Ziele und kommunale Umsätze übereinzubringen? Können Sie da einen Einblick geben? Naja, also es gibt mehr Radwege und Häuser werden energetisch saniert, es kommt Elektromobilität, also vieles ist auf dem Weg, es soll eine CO2-Steuer geben, die das persönliche Verhalten beeinflussen soll. Aber auf der anderen Seite handeln Kommunalpolitiker extrem widersprüchlich. Ja, also alle sind für den Klimaschutz. Da können Sie alle Stadträte fragen und die haben auch alle Nachhaltigkeitsziele, strategische Ziele für den Klimaschutz. Aber wenn ich jetzt mal nur meine Heimatstadt Osnabrück nehme, und das ist eigentlich grundsätzlich so, also der Bund hat man im Verkehrsbereich 0% CO2 eingespart. Wir wollen bis zum Jahr 2030 minus 40%. Also wenn das noch 10 Jahre ist, unmöglich, dieses Ziel noch zu erreichen. In Osnabrück ist CO2 sogar um 11% gestiegen. Also alleine, weil es immer mehr Autos werden. Und das wäre schon mein erster Hinweis an Journalisten. Wonach soll man gucken, ob sich die Dinge gut entwickeln? Und das ist zum Beispiel die absolute Zahl der Pkw. Das ist die Zahl der Parkplätze. Das ist die Frage, wie schnell die Busse in der Stadt vorwärts kommen. Also bei mir geht es im Kern darum, oder ich sage mal zwei andere Widersprüchlichkeiten, im Bereich Wohnen. Alle finden Klimaschutz sehr wichtig, aber der Raumwärmebedarf, also der Heizaufwand, geht nicht zurück in Deutschland. Er ist sogar jetzt leicht zunehmend, weil alle Städte ständig neu bauen. Auch solche Städte, deren Einwohnerzahl schrumpft. Und was Politik häufig auch macht, dass sie sagt, ja, die Menschen wollen das ja. Ja, die Menschen wollen aber und wollen angeblich auch das Billigfleisch, wenn wir das Thema Ernährung nehmen. Tatsächlich ist es, dass 80%, 90% der Bürgerinnen bereit sind, deutlich mehr Geld auszugeben für ein gutes Fleisch. Aber nur 4% tut es tatsächlich. Also die Menschen sind genauso widersprüchlich. Sie wollen alles Richtige, tun sich aber extrem schwer mit der Umsetzung. Also das liegt zum Beispiel daran, dass keiner Lust hat, alleine das Auto stehen zu lassen, wenn alle anderen weiter mit dem Auto in die Stadt fahren. Und deswegen ist es eine Frage von politischer Steuerung, von Rahmenbedingungen. Und
Und da ist jetzt wirklich der Zeitpunkt da, dass Politik anfangen muss, sich selbst ernst zu nehmen. Und da hat Kommunalpolitik hat wirklich extrem viele Möglichkeiten, beispielsweise im Verkehrsbereich, etwas für Klimaschutz zu tun. Also häufig wird auf den Bund verwiesen und die Verantwortung dort. Aber hier kann Kommune sehr viel gestalten. Auch die Entscheidung darüber, ob man neue Gewerbeparks ausweist oder neue Baugebiete in schrumpfenden Städten, das haben die Stadtväter und Stadtmütter selber in der Hand. Hätten wir noch einen Punkt gehabt, Neubaugebiete ausweisen, könnte ja auch was sein, was Journalisten irgendwie vor Ort auch überprüfen können, wie da so die Bebauungspläne sind vielleicht. Was sollte denn da noch so verankert sein in Bebauungsplänen von Städten, Herr Birkmann vielleicht? Was sind da für Faktoren wichtig, die man da angucken könnte als Journalist? Also mir würden jetzt Grünflächen irgendwie direkt einfallen, aber ich kann ja nicht, kann ich Häuser abreißen für Grünflächen? Ja, man muss ja ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt die Grünflächen, also Grünflächen sind sicherlich wichtig und gerade wenn wir sagen, Flächensparen ist uns wichtig, auch als Klimaziel und als Nachhaltigkeitsziel, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir dann auch die dichtere Bebauung mit sinnvollen Grünflächen verbinden, öffentlichen Grünflächen, weil sonst ist ja das im Grunde so eine Art Zwangswegschließung. Und dann dürfen die Einfamilienhausgebiete um Osnabrück herum sehr viel Grün wieder haben und plötzlich sind wir in so einem Siedlungsbrei, der es auch nicht leichter macht, ÖPNV zu organisieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir natürlich auf der einen Seite die klassischen Klimaschutzvorstellungen haben, so Stadtregion der kurzen Wege, davon sind wir auch immer weiter weg, wenn wir nur über Amazon bestellen und die Gewerbegebiete und Einkaufszentren nach draußen verlagern. Wir müssen aber sicherlich auch gucken, woran muss man sich anpassen. Und das eine ist sicherlich die nachräumliche Erholung, ist mit Covid sicherlich zu einem Thema geworden. Das hatte vorher überhaupt keinen klaren Platz oder es hatte einen Platz, aber sicherlich von der Dringlichkeit war dann, ist das wesentlich höher jetzt, glaube ich, auch einzustufen. Und zweiter Punkt ist sicher, wenn man über Hitze oder Starkregen nachdenkt und deren Anpassung, braucht man Unterlagen. Also ich finde es immer sehr witzig, dass in Teilen gesagt wird, ja, wir passen uns an die Dinge an, wenn man dann fragt, wo sind denn die Grundlagen und wer kriegt die denn auch zu sehen, egal ob wir Stuttgart 21-Plan oder ein Einfamilienhaus in Osnabrück genehmigen, dann müssen natürlich beim Kauf dieses Hauses oder auch in Köln ist ein gutes Beispiel mit Hochwasserschutz, dann sollten auch diese Unterlagen dem Käufer oder auch der Stadt dann wirklich auch vorgelegt werden. Nicht, dass dann hinterher heißt, das wusste keiner. Und wir dachten immer nur, die erste Reihe am Rhein im Grunde versinkt, wo Harald Schmidt dann sein Haus hat, das natürlich gut versichert ist, aber die zweite Reihe versinkt halt auch. Also hier wäre es schon wichtig, dass man zu bestimmten Zeitpunkten, also jetzt auf der einen Seite verstehe ich Herrn Kobert, das ist auch richtig, wir müssen da sicherlich auch die breite Masse noch stärker überzeugen, aber es gibt auch im Grunde Verantwortungsbereiche vom kommunalen Handeln, wo wir auch wirklich sagen können, okay, hier bei diesen Prozessen müssen solche Informationen einfließen und wir brauchen jetzt nicht nur irgendwelche Reports, auch IPCC-Reports sind gut, aber wir müssen strategische Prozesse auch wirklich dann nutzen, zu sagen, hier muss das Eingang finden, sei es zum Beispiel beim Thema Umbauten von Gebäuden, sei es von Baurechten, sei es aber auch von Planung von Netzen im Verkehrsbereich. Vielen Dank. Herr Kuppertz, wollen Sie da noch drauf eingehen, oder? Ja, ich wollte nur sagen, mit dem Überzeugen. Mhm. Also wovon ich rede, ist ja, man könnte überlegen, was Sie haben, Herr Kuppertz, ich glaube, man hört Sie sehr, also geht das nur mir so, oder hören auch Sie? Nee, ich höre es auch so, ja. Ja, glaube ich, nicht so eine sehr stabile Internetverbindung bei Ihnen, kann das sein? Haben Sie vielleicht, können Sie irgendwie... Verstehen Sie gerade sehr schlecht. Sonst sage ich nochmal ganz kurz. Ja, vielleicht versuchen wir das einmal, Frau Treidel-Hoffmann, sonst genau. Gerne. Weil Sie fragten ja, wonach können Journalistinnen und Journalisten schauen. Ein Punkt ist eben auch bezüglich Grünflächen. Ist da wirklich auch jemand dabei, der gefragt hat, bauen wir auch die richtigen Pflanzen an? Oder läuft es so wie am Potsdamer Platz, dass da eine Birke neben der anderen steht? Und die Birken eben die Bäume sind, die die stärksten Allergieauslöser in Deutschland sind. Das also nachhaltige Städteplanung bedeutet, dass man eben auch alle an einen Tisch bringt, die Ahnung haben, sprich die Mediziner mit einbeziehen und schauen, dass man eben auch allergikerfreundliche Städte macht. Ja, und weil wir haben nun mal 40% Allergiker in Deutschland und das bedeutet, das ist eine Masse von Menschen, die man durchaus berücksichtigen sollte. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis nochmal. Herr Kuppertz, Sie wollten gerade noch was sagen, jetzt haben Sie die Kamera ausgemacht, vielleicht ist die Bandbreite damit besser. War das die Strategie? Wollen Sie vielleicht nochmal probieren?
Ja, jetzt kann ich zumindest. Jetzt können Sie. Sehen und Sie mich wahrscheinlich auch. Ja, gut, die Priorität ist, glaube ich, wichtiger. Ja, das stimmt. Ja. Sehr gerne. Probieren Sie es nochmal. Ich versuche dann noch was anderes. Aber was ich beschrieben habe, findet sich alles in meinem Buch wieder. Das nennt sich Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten. Und das geht halt darum, dass man die Menschen nicht überzeugen kann, ihr Auto stehen zu lassen, sondern dass die Strukturen müssen den Rahmen setzen, dass es attraktiver ist, mit dem Bus oder mit der Bahn zu fahren, als das Auto zu benutzen. Oder Radverkehrsstrukturen müssen so sein, dass man sich sicher fühlt und wertgeschätzt fühlt. Also die Strukturen müssen so sein, dass es sich besser anfühlt, das Richtige zu tun. Und das ist ein politischer Auftrag. Die Rolle des Konsumenten ändert sich. Wir sind gefordert, genau die Veränderung solcher Strukturen einzufordern. Ja, und das gilt auch für die Bildungsarbeit. Und mit dem richtigen Handeln, jetzt auch beim Klimaschutz, ist der Einzelne völlig überfordert. Im Übrigen, man kann ein kollektives Problem wie die Klimakrise nicht auf persönlicher Ebene lösen. Und das wird oft immer wieder vermittelt, so jeder Einzelne hat es ja in der Hand. Und das wäre meine Kernbotschaft hier, dass der Einzelne kann seinen Beitrag leisten, dass die Rahmenbedingungen sich verändern. Zum Beispiel wie jetzt bei Friday for Future, das gerade geschieht. Ja. Wichtiger Hinweis, glaube ich. Vielen Dank dafür. Herr Birkmann, könnten Sie vielleicht noch mal sehr anschaulich machen, was uns denn genau droht in den Städten durch den Klimawandel? Also welchen Risiken sehen wir uns da gegenüber und was tun wir jetzt schon dafür, dass es nicht so weit kommt? Ja, ist nicht ganz leicht. Also ich denke mal, wenn wir über die deutschen oder mitteleuropäischen Städte sprechen, ist sicherlich das Thema Hitze besonders relevant. Wir haben es natürlich auch mit höheren, tendenziell mehr Stürmen zu tun oder auch Starkregenereignissen wie fünf Wetterlagen. Ich glaube, wir haben zwei weitere Trends, die so ein bisschen zumindest auch die Frage stellen, wir müssen eben nicht nur aufs Klima gucken oder sogar drei jetzt auch. Das eine ist sicherlich die Veränderung des Klimas, das andere ist aber auch die Alterungsprozess von Menschen und das hat ja Frau Theile-Hofmann gerade auch deutlich gemacht, zumindest auch beim Alterungsprozess sehen wir als Stadtentwickler, Stadtplaner, Raumplaner sicherlich auch die Frage, wie kann man hier gesunde Lebensverhältnisse, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinreichend sichern, weil ältere Menschen zumindest nach unserem Kenntnisstand weniger häufig umziehen. Das heißt, sie bleiben in ihren zum Beispiel exponierten Bereichen wohnen. Das heißt also, hier ist wichtig, dass man integrierte Stadtentwicklung auch vorantreibt und das Ganze nicht zu einem einzelnen Spezialthema macht. Ein zweiter, glaube ich, wichtiger Punkt ist im Vergleich zu Städten in Westafrika, wo die stärkste Urbanisierung zurzeit stattfindet, also die schnellste Stadtentwicklung bezogen auf den Prozentanteil der Leute, die in Städte geht oder in Städten im Grunde geboren wird, haben wir natürlich Ressourcen. Also jetzt nehmen wir mal nicht Wuppertal, nehmen wir mal nicht einige andere Städte, die in der Haushaltssicherung sind, aber tendenziell hat Deutschland Geld und auch was Herr Kuppert sagte, ist richtig, wir können die Rahmenbedingungen tendenziell verändern. Was machen wir? Wir sind immer noch relativ stark dabei, im Grunde in diesen ganz klassischen Feldern zu denken, wo eben bei den Grünplanungen oder so, kann sein, dass es in Augsburg und München anders ist, würde mich aber schwer wundern, wenn wir jetzt in vielen Städten im Grunde die Frage der Allergiker wirklich schon im Fokus haben oder bei der Stadterneuerung zum Beispiel auch Stadtentwicklungsförderung, da wird klassisch gemacht, das Dorf soll schöner werden, aber das Dorf soll nicht resilienter werden. Also hier müssen wir auch gucken, dass wir wirklich diese Ziele stärker auch miteinander verbinden und auch diese Pop-up-Radwege, das ist alles gut. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das nicht alles ein Strohfeuer wird. Also man muss schon ein bisschen strategischer denken und jetzt nicht so einen Hallo-Effekt haben, auch bei Corona, sondern ich ja schon sagen, was heißt das jetzt für eine strategische Stadtentwicklung? Und da brauche ich eben mehr als Einzelprojekte. Wir haben vielfach die Tendenz so Richtung Festivals, kurzfristig, auch bei Wahlperioden natürlich immer, muss schnell gehen, muss was Sichtbares sein. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht den Gesamtblick verlieren. Darf ich da vielleicht einfach mal kurz einhaken? Denn Sie sprechen ja diese Transdisziplinarität an, die auch überall verankert ist, irgendwie in allen Konzepten. Aber irgendwie scheint es ja doch nicht zu funktionieren, wenn Sie sagen, ja, da stehen jetzt immer noch Birken auf dem Potsdamer Platz. Das wäre irgendwie besser gefragt. Man hätte mich gefragt, welche Allergikerpflanzen man da hinstellen sollte und welche nicht. Wie kommen wir denn dahin? Also im Endeffekt, wenn wir sagen, es ist nicht die Verantwortung des Einzelnen, weil das Problem ist viel zu groß. Politiker, ja, die handeln halt widersprüchlich, müssen sie anders machen. Aber liegt da nicht auch eine Verantwortung innerhalb der einzelnen Disziplinen? Wie bekommt man denn das System quasi so, dass es transdisziplinär arbeitet?
Weiß jetzt nicht, ob das noch, ja. Nö, ist in die Runde gefragt. Ich fand das nur gerade spannend. Ich ja, da braucht man auch ganz neue Konzepte. Ja, da braucht man ganz neue Konzepte. Und zum Beispiel eines werden wir hier in Augsburg umsetzen. Wir gründen hier ein Zentrum für Klimaresilienz. Und da sitzen eben alle mit an einem Tisch. Das sind die Geografen, das sind die Finanzexperten, das sind die BWLer, das sind die Juristen, das sind die Mediziner. Und die sitzen alle an einem Tisch und so kann transdisziplinär dann funktionieren, indem man sich gegenseitig informiert und dann eben das Ganze schafft, weil also Klimawandel und auch Corona, das sind ja solche Herausforderungen, die kann nicht eine Disziplin alleine stemmen. Und das sind die großen Herausforderungen der Menschheit derzeit, ja. Und solche kommen ja, meine Corona ist jetzt eine Pandemie, die nächste kommt sicher. Das ist natürlich auch so ein Warmlaufen letztendlich, auch wenn es für viele so nicht so vorkommt, als ob es ein Warmlaufen wäre. Aber ich muss leider sagen, es ist ein Warmlaufen für noch größere Herausforderungen. Und das ist zum Beispiel Klimawandel und Gesundheit. Ja. Und nur mit diesen neuen Konzepten, zum Beispiel Zentrum für Klimaresilienz in Augsburg, da gibt es aber auch das PIC zum Beispiel, ist auch schon so etwas, wo wirklich viele Disziplinen an einem Tisch sitzen, in einem Haus am besten. Und so kann dann Transdisziplinarität gelebt werden. Herr Kopotz, also, gerne dazu. Ja. Darüber reden wir ja seit 15 Jahren, über transdisziplinäre Forschung. Aber in den Städten hakt es ganz oft nicht am Wissen, sondern schlichtweg an der Umsetzung. Nehmen wir mal, alle Städte haben eine Lärmminderungsplanung. Lärm ist eine schlimme Gesundheitsbelastung und Straßenlärm ist halt auch ein Klimaproblem. Hier kommen beide Bereiche zusammen. So, wenn ich jetzt wiederum Osnabrück nehme, aber es ist in den meisten Städten so, die Lärmbelastung hat extrem zugenommen. Wir haben jetzt 5000 zusätzliche Haushalte, die extrem belastet sind durch Straßenlärm. Also das Problem hat sich verschlimmert und es ist nicht besser geworden. Ja? Und wir haben immer noch, die Städte dürfen immer noch nicht Tempo 30 dort festlegen, wo sie gerne wollen. Aber in der Regel sind die Lager auch sehr gespalten. Ja, und das, da fehlt es im Grunde nicht am Wissen, sondern letztlich an der Bereitschaft, das umzusetzen. Vielleicht ist nicht ganz so bekannt, dass Neubauten, also jedes neue Gebäude auch beheizt werden muss. Der Zement muss hergestellt werden. Und kommunale Politiker beschließen ganz getrost immer neue Baugebiete, werden auch neue Straßen beschlossen, die sich negativ auf den Klimaschutz auswirken. Und das wird gar nicht als Widerspruch wahrgenommen. Und die Frage ist, wer macht darauf aufmerksam? Genau, das müssen die Journalisten vor Ort machen, würde ich auch sagen. Das ist eine Aufgabe des Journalismus, glaube ich. Deswegen wollen wir heute nämlich auch sehr konkret vielleicht darüber sprechen, was denn anders werden muss. Denn hier kommt auch die Frage im Chat schon wieder, bitte konkret, wie werden denn unsere Städte resilienter? Herr Birkmann, können Sie da vielleicht nochmal drauf eingehen, was für Risiken Sie, was können wir tun? Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, auch was Thüringen schon resilient ist. Also ich würde mal so sagen, wenn die Resilienz was anderes ist als Nachhaltigkeit, dann ist Resilienz sicherlich aus Krisenlernen. Jetzt hatten wir in Münster eine Überschwemmung, in Schwäbisch Münster 2 Todesopfer durch Starkregenereignisse. Wir hatten relativ viel Hitzetote 2003 in Paris oder auch in europäischen Städten. Was haben wir gelernt? Wo kriegen wir die Daten? Das müssen wir fragen. Da müssen wir sicher fragen, was haben Städte gelernt? Fangen wir an, auch mal über blaue und grüne Infrastrukturen als erstes nachzudenken. Genau, Paris ist cool. Die Frage ist, was kann man ändern? Die Struktur von Paris, das ist auch vielleicht so. Ne? Wir haben jetzt nicht den Dritten Weltkrieg vor Augen, dann könnte man die Städte wieder aufbauen. Aber die Struktur ist gewachsen. Und wir haben natürlich dort auch, Gott sei Dank, ein relativ gutes Transportsystem und die Verknüpfung zum Beispiel auch mit Siedlungsentwicklung. Aber für viele Städte in Deutschland ist es zum Beispiel ziemlich entscheidend, dass wir im Grunde so stadtregional auch denken, weil die Kaltluftschneisen, wenn wir jetzt über Coolheit denken, sind im Grunde im Umland der Städte. Und da müssen wir natürlich auch Incentives finden, warum sollte ein Umlandgemeinde für eine Stadt wie Hamburg, für eine Stadt wie München, für eine Stadt wie Stuttgart irgendwie auf ihr Baugebiet verzichten. Da gibt es natürlich Abstimmungsprozesse, aber diese Inwertsetzung, was bringt das wirklich? Also was heißt das jetzt ganz konkret für die Gesundheit, für die Lebenserwartung? Auch Lebenserwartung ist vielleicht zu grober Indikator. Aber wenn man das nicht irgendwie quantifiziert, sondern nur den Bodenpreis hat und die zukünftige Einwohnerentwicklung, die ja auch für die Einkommen der Gemeinden besonders wichtig ist, dann wird man auch eine Umlandgemeinde in Köln oder Berlin nicht davon abbringen, im Grunde das zuzubauen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen stärker ansetzen. Und Resilienz würde für mich konkret heißen, dass eine Stadt in der Lage ist, auch zu dokumentieren, also institutionelles Wissen aufzubauen aus den vergangenen Krisen. Was macht man heute besser? Was würde die Stadt Schwäbisch Gmünd heute anders machen? Da sind 2 Leute gestorben im Starkregen. Würde das heute auch noch mal passieren?
Und letzte Anmerkung, in Köln ist ja ein gutes Beispiel, wo auch unsere Moderatorin sitzt, da hatten wir 95 und 93 Hochwasser. 95 waren wesentlich weniger Schäden. Da sagte gleich die Stadt, hey, da haben wir gelernt. Vielleicht war das auch schon 93 alles kaputt. Also hier muss man sich ja die Frage stellen, was haben wir denn wirklich gelernt? Und natürlich ist die Einsatzplanung der Feuerwehr besser geworden, aber zum Beispiel kritische Infrastrukturen, also auch Krankenhäuser, Elektrizitätsversorgung, davon sind wir viel abhängiger heute. Und manchmal glaube ich nicht, dass irgendwer daran denkt, wo eine Umspannstation oder ein Krankenhaus baut und ob das zum Beispiel gegenüber Starkregen geschützt ist. Das wären so Punkte, die müssen wir besser beachten. Und das kann nicht alleine eine Aufgabe des Krankenhauses selber sein, sondern natürlich auch der Stadt und der Rahmenbedingungen für Fördermittel etc. Sie haben gerade einen ganz interessanten Punkt genannt, und zwar die Quantifizierung des Ganzen. Wir sprechen da auch irgendwie viel drüber. Wie kann man das eigentlich den Menschen nahe bringen, die dann eben Entscheidungen treffen oder auch der Gesellschaft an sich? Wie teuer, also es muss ja nicht unbedingt Geld sein, kann das denn werden? Oder was kostet mich das, wenn ich es nicht tue oder anders tue? Frau Treidel-Hoffmann, wie kann denn da eben Gesundheit als Framing jetzt vielleicht so auch zu so einer Quantifizierung beitragen, also eben einer Erfahrbarkeit dieser Risiken? Genau, also das ist nicht messbar. Wir können zum Beispiel messen, wie viele Menschen, hören Sie mich oder habe ich da? Ja, ich höre Sie, ich glaube, Herr Kopatz hat so ein paar Rückkopplungen. Können Sie sich gleich kurz stumm schalten, Herr Kopatz? Okay. Wir können ja wirklich messen, wie viel Allergie haben wir? Und wir haben zum Beispiel hier in Augsburg ein wunderbares Werkzeug. Wir haben hier eine Kohorte, die seit 30 Jahren läuft. Ja, das sind Probanden, die seit 30 Jahren immer wieder auf Allergie untersucht werden. Ja, und wir sind jetzt gerade dabei, auszuwerten, wie viel sind jetzt wirklich mehr allergisch geworden? Und das wäre so ein Indikator zu sagen, ja, wir haben die und die Entwicklung von Allergien in den letzten 20, 30 Jahren. Und das könnte man natürlich auch in die Zukunft verfolgen. Ja. Ein anderer Punkt ist natürlich das ganz extreme Hitzetote oder auch die Infektionen. Wie viel Borrelien haben wir? Wie viel Zecken haben wir? Und das passiert auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen in einem wirklich transdisziplinären Ansatz. Das Helmholtz-Zentrum ist da ganz stark oder die Helmholtz-Gemeinschaft insgesamt. Wir haben ein großes transdisziplinäres Projekt, wo Ozeanografen, Geografen, Mediziner, alle wiederum an einem Tisch sitzen, wo wir eben auch sagen, das kann Helmholtz schaffen, weil Helmholtz halt mit diesen großen transdisziplinären Möglichkeiten das eben stemmen kann. Ja. Ich sehe die ganze Zeit, irgendwer schaltet immer um auf Chat, vielleicht nicht da in der Mittelleiste herumklicken, das wäre sehr, sehr hilfreich an die Teilnehmer und Experten hier. Ich habe noch eine Frage von außen, und zwar, wenn wir so ein bisschen konkretisieren nochmal, welche Städte, also kann man da vielleicht irgendwie in Deutschland gute Beispiele finden? Welche Städte handeln denn schon strategisch in die Richtung, in die wir es gerade angeschnitten haben, oder haben schon einen guten Ansatz, und welche sind das und warum? Gibt es da Assessments in ganz Deutschland? Gibt es da irgendwelche Methodiken, die das festlegen? An wen richtet sich die Frage? In die Runde, wer möchte? Herr Kopatz vielleicht, oder? Ja, ich habe jetzt ja gerade Tübingen schon angesprochen. Die haben einen sparsamen Umgang mit Flächen. Es gibt beim Radverkehr gibt's einige Städte, die ambitionierter sind, jetzt wie gerade Berlin, sehr mit ihrem Radverkehrsgesetz da große Schritte in die richtige Richtung gehen. München zum Beispiel betätigt sich im Parkplatzrückbau. Das ist auch etwas, wofür ich plädiere im Konzept der Ökoroutine, dass man Parkplätze nach und nach also erstmal bewirtschaftet und dann auch zurückbaut. Was aber in 95% der Städte passiert, ist das Gegenteil, dass immer mehr Parkplätze entstehen. Insofern finde ich das schön, dass es in München, ich glaube auch in Köln und Berlin, das Gegenteil jetzt passiert. Und das ist auch notwendig. Also zum Beispiel hat Hamburg und Berlin haben auch beide die Satzung abgeschafft, die dazu verpflichtet, Parkplätze zu bauen. Also jeder Investor muss normalerweise in den meisten Städten einen Parkplatz auch bereitstellen für jede Wohnung. Und das haben die abgeschafft. Das sind so strukturelle Rahmenbedingungen. Und ich nehme mal beim rückhaltenden Umgang mit Flächen und Neubauten, da sehe ich nicht wirklich einen Vorreiter statt bisher. In Deutschland haben wir drei Städte, die jetzt sich versuchen darin. Wir haben ein Forschungsprojekt, das nennt sich Wohnen optimieren, also dass die verfügbare Fläche, die da ist, besser genutzt wird. Beispielsweise, indem man ältere Menschen motiviert, sich zu verkleinern, für jüngere Familien, die gerne ins Einfamilienhaus mit Garten wollen. Und das sind gar keine technischen Innovationen, die es da braucht, sondern es ist halt eine Frage von Strukturen, beziehungsweise hier in diesem Fall mit der Wohnflächennutzung,
auch eine Frage der Mentalität. Mhm. Da waren wir wieder auf der politischen Ebene, jetzt nochmal zurück in die Medizin, Frau Treidel-Hoffmann. Ein Punkt, der mir dabei immer einfällt zum Beispiel, sind Hitzeaktionspläne. Also was passiert, wenn es heiß wird, zum Beispiel im Krankenhaus in der Stadt? Die Schweiz, glaube ich, ist da relativ weit, eben solche Hitzeaktionspläne irgendwie zu integrieren. Wie sieht denn da die Situation in Deutschland aus im Gesundheitssystem? Wie gut sind wir denn da vorbereitet? Gibt es da Vorreiter oder eben ja, Regionen, die das besonders gut machen, sich darauf vorzubereiten? Ja, also die Schweiz ist gut, noch besser sind die Franzosen. Wir Deutschen sind da wirklich nicht gut. Also da kann ich keinen einzigen Vorreiter nennen, weil wir da insgesamt keine guten Hitzeaktionspläne haben. Also in Frankreich, auch mit Katja Trippel, die jetzt hier gerade mit im Chat ist, wir schreiben ein Buch zum Thema Klimawandel und Gesundheit, wunderbar recherchiert, ist es wirklich in Frankreich ganz klar, was passiert, welche alte Frau dann zu welchem Zeitpunkt dann auch Wasser bekommt. Also das wirklich ganz, ganz klein, das haben wir hier noch nicht mal im grob. Ja. Insofern gibt es hier noch viel zu tun und das braucht es, weil die Sommer, die wir jetzt in den letzten Jahren als heiß empfunden haben, werden in Zukunft die kühleren Sommer. Ja, Herr Birkmann, dürfte ich vielleicht auf Sie nochmal eingehen? Und zwar kommt hier eine Frage, gibt es Vergleichsstudien zum Umgang mit Flächen? Da Sie ja auch so ein bisschen aus der methodischen Richtung kommen, vielleicht so in Richtung Risk Assessment auch unterwegs sind, gibt es da vielleicht Methodiken, die man auch jetzt mal befragen könnte, die einen Vorreiter irgendwie hervorheben könnten? Oder können Sie was, gibt es Vergleichsstudien, die Journalisten mal befragen könnten? Ja, ich bin da sicherlich nicht derjenige, der den vollen Überblick über diese Thematik hat, aber es wird im Chat ja auch genannt, das BBSR hat sicherlich zum Thema Flächensparen einiges. Ich glaube, die Krux liegt momentan so ein bisschen in der Frage, also gerade wenn wir das Thema Hitze auch nochmal nehmen, was gerade vorhin angesprochen wurde, da steht sich natürlich die Städte die Frage, heißt es jetzt besser Neuausweisung von Baugebieten am Stadtrand oder sogar auf dem Grün oder Verdichtung? Und natürlich hat man auch mit beiden Themen gewisse Konflikte, sowohl was die Kaltluftschneise im Grünbereich angeht, als auch natürlich die weitere Verdichtung, die auch ebenfalls natürlich zum Teil zu weiteren einem weiteren Anwachsen der Bevölkerung vielleicht schon in hitzebelasteten Quartieren führt. Ich glaube, es wäre wichtig, also das meine ich auch mit strategisch, dass man hier auch diese soziale Entwicklung deutlich betrachtet. Es reicht nicht allein auf die Fläche zu gucken. Was habe ich davon, wenn ich jetzt so Bondieus baue, Paris? Da kann ich vielleicht dann irgendwie den Notarzt und die zentrale Krankenhauseinheit direkt dahin bauen, aber im Grunde die soziale Mischung erscheint mir auch als Kriterium ziemlich wichtig. Wenn wir überalterte Stadtquartiere haben, die besonders verwundbar sind, wäre es eigentlich zielgerichtet, wenn Stadtentwicklung hier versucht, auch stärker von mir aus Wohnungstausch, aber auch Baugebiete zu entwickeln, die gerade junge Bevölkerung stärken. Und wir haben schon das Problem, das möchte ich hier nochmal sagen, dass wenn Sie das rein dem Markt überlassen heute in Ballungsräumen wie Stuttgart, Frankfurt, München, Hamburg, das wird alles völlig dicht. Da ist, Sie verdienen heute, wie gesagt, Quadratmeterpreis von 1.500 Euro. Da können Sie ein altes Haus abreißen, neues draufbauen, für jeweils 600.000, 700.000 Euro eine Wohnung verkaufen. Dann sind Sie schon wieder im 2-Millionen-Bereich. Also da muss Stadtplanung auch diese Grenzen definieren. Ich glaube, es ist zu eng zu fragen, was ist besonders flächensparend gewesen. Wir müssen Dichte mit ÖPNV-Qualität verbinden. Und wir merken hier in der Region Stuttgart vor Covid, dass zum Beispiel hier selbst das S-Bahn-Netz überlastet war an ein paar Stationen. Das heißt, also hier müssen wir auch überlegen, wo sind Überlastungserscheinungen, wo kann dann für eine Region, ähnlich wie die Frage Tübingen. Tübingen allein kann schön werden, aber nicht nachhaltig. Also hier muss man eben stadtregional denken. Und hier haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, den Fehler gemacht, dass wir zum Beispiel Zentrum Oberhausen oder Metzing hier in der Region gemacht haben. Die haben Städte, wer heute im Hauptbahnhof Oberhausen ankommt, denkt, er wäre irgendwo im schlechten Teil von Liège gelandet oder irgendwo in der Bronze. Also da ist alles zerstört worden, auch durch Entwicklungsprozesse. Und das sollten wir vermeiden. Da sollten wir auch Gesundheit und Resilienz und Nachhaltigkeit wirklich ein bisschen breiter verstehen und dann eben auch soziale Mischung, strategische Stadtentwicklung und Gesundheit zusammendenken. Weil es kann nicht sein, dass wir irgendwie nur an diese Spatenkiste wieder denken. Herr Kuppertz, ja, Sie sind noch stumm geschaltet. Gerne dazu. Ich möchte auf einen weiteren Widerspruch hinweisen, der auch, auf den man hinweisen kann oder sollte. Der ständige Bau von neuen Logistikzentren, von Rewe, Edeka, Zalando, Amazon. Man will halt noch schneller die Produkte liefern können, also nicht nur am nächsten Tag, sondern am besten noch am selben Tag oder in wenigen Stunden.
Auch daran werden die Menschen sich gewöhnen, so wie es uns jetzt auch selbstverständlich geworden ist, dass am nächsten Tag die Ware kommt. Zugleich, also und jeder Bürgermeister freut sich, wenn ein, also zum Beispiel Zalando sich ansiedeln möchte. Zugleich verwahrlosen unsere Innenstädte, die einzelner leiden, durch den ständig zunehmenden Versandhandel. Das ist noch ein Widerspruch, den in der Kommunalpolitik, auf den eigentlich nie hingewiesen wird. Ja, und ich glaube, der dem wenigsten bewusst ist. Das Ganze ist noch ein Treiber von zusätzlichem Verkehr. Ja. Und auch das kann wichtig sein, darauf hinzuweisen. Wenn man sagt, warum baut ihr jetzt da ein Logistikzentrum hin oder lasst das zu, wenn ihr gleichzeitig beklagt, dass der Einzelhandel zugrunde geht. Und, ja. Hier kommt noch eine Frage von einem Journalisten. 2009 wurde das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, BBSR, gegründet. Welche Ideen kommen da aus Bonn, also aus diesem Bundesinstitut, und finden Sie Gehör? Vielleicht an Herrn Birkmann gerichtet, da es um Stadt- und Raumforschung geht. Sie sind noch stumm geschaltet, dass Sie... Ja, ich meine, das BBSR ist ja eine Behörde oder nachgeordnete Behörde. Das heißt, die finden schon Gehör. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Ich glaube, das Ministerium, was dafür zuständig ist, hat auch die Maut erfunden oder ist mit diesen Mautverträgen mit Österreich zugange. Also da kann man nicht immer davon ausgehen, dass alle wissenschaftlichen Erkenntnisse bis in die Hausspitze völlig vordringen oder die Hausspitze, glaube ich, zu fundamentalem Handeln verleiten. Aber sicherlich finden die Gesetzesinitiativen Gehör. Man darf sich nur nicht vertun. Es wurde ja auch von den beiden Kolleginnen auch schon gesagt. Wir haben zum Beispiel so Beschleunigungsgesetze und die werden massiv auch ausgeweitet. Wie gesagt, in der Flüchtlingskrise möglichst wenig prüfen, möglichst schnell irgendwo was hinsetzen. Da gibt es Paragraphen, die Baurecht eben auch abseits des Flächennutzungsplans schaffen können. Und das haben natürlich auch sehr viele kleine Gemeinden genutzt, die zum Beispiel eigentlich weder verdichtete Bauweise im Kopf haben, noch irgendwie ja sonst zum Zuge gekommen wären. Also ich glaube, da gibt es bestimmte natürlich auch widerstreitende Prozesse. Auf der einen Seite eben diese Entbürokratisierung, Beschleunigung. Auf der anderen Seite gibt es sehr gute Studien, die auch das BBSR entwickelt. Und ich glaube, es wäre günstig, wenn man natürlich auch guckt, dass man es nicht über einen Fachaustausch macht, sondern dass man das natürlich auch irgendwo in die Öffentlichkeit trägt. Ich glaube, was das BBSR noch nicht so stark auf dem Schirm hatte, wo ja auch eine andere Abteilung eigentlich oder ein anderes Ministerium für zuständig ist, ist der Link zu Gesundheit. Also ich glaube, da kann in Zukunft noch was kommen. Die Fundierung zum Beispiel, die Begründung für regionale Grünzüge liegt vielfach nicht oder nicht primär in diesem Gesundheitskontext. Mhm. Und das kann sicherlich auch aufgrund des Klimawandels, aber auch aufgrund der Covid und der neuen Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit Medizinern sicherlich hier eigentlich ein höheres Gewicht enthalten. Mhm. Also ich würde nur eins ergänzen. Wir brauchen nicht nur technische Innovationen, sondern auch sozial-kulturelle Innovationen. Und Politik neigt dazu, auch gerade auf Bundesebene, immer auf die Technik zu gucken. Also wenn zum Beispiel auf das Wasserstoffflugzeug verwiesen wird, als Lösung der Probleme. Also man ist im Grunde nicht bereit gewesen, darüber nachzudenken, mal einen Deckel drauf zu legen, dass es also nicht immer mehr wird, also immer mehr Start und Landung, sondern dann wird das Wasserstoffflugzeug aufgeführt. Im Verkehrsbereich genauso. Bei den Autos redet man immer von Elektromobilität, aber es wird eigentlich nie davon geredet, schon gar nicht auf Bundesebene, dass es weniger Autos werden müssen. Dabei zeigen immer wieder Studien, dass die Zahl der PKWs sich um 30-50% verringern muss und der verbleibende Rest elektrisch betrieben mit erneuerbarem Strom. Und das wird nicht thematisiert. Und das, da kann man sich auch fragen, wer thematisiert das? Diese unbequemen Wahrheiten, die man sich nicht traut auszusprechen. Aber das ist ja auf jeden Fall ein Indikator, auf den man mal gucken kann. Also die Anzahl Neuzulassung von Fahrzeugen generell könnte ja ein Indikator dafür sein, ob es einen Wandel gibt oder eben nicht. Also an die Journalisten nochmal da draußen. Ich versuche hier so ein bisschen zu sammeln schon mal, auf was man so schauen kann in den Städten. Ich würde das versuchen, nachher nochmal aufzubereiten und Ihnen auch noch mitzuschicken. Jetzt gehen wir aber schon tatsächlich hier auf die 2 Uhr zu. Und da ich weiß, dass Herr Birkmann sehr, sehr pünktlich weg muss, würde ich vielleicht einmal hier die Runde fragen, ob Sie ein kurzes Endstatement abgeben könnten, sage ich mal so. Also was haben Sie jetzt mitgenommen aus dieser Runde? Was ist Ihnen besonders wichtig? Vielleicht auf eine Minute gerne zusammengefasst. Herr Birkmann, würden Sie da anfangen? Dann könnten Sie gleich pünktlich in Ihre weitere Konferenz und vielleicht bleiben die anderen beiden nochmal drin. Jetzt kommen hier gerade nämlich nochmal Fragen rein. Dann können wir Herrn Birkmann nochmal mitnehmen. Das fände ich super. Genau, herzlichen Dank. Ja, heute habe ich 2 neue Kollegen kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Interessante Forschungsbereiche, das ist ja auch schon mal was wert. Insgesamt glaube ich auch von den Kommentaren, die ich jetzt eben gerade gesehen habe, Richtung Bremen, ich glaube, man muss, wie gesagt, noch strategischer denken. Ich teile die Ansicht, dass der Rahmen klarer gesetzt werden muss
Und ich glaube, die Covid-Pandemie zeigt nochmal, dass wir auch nahräumlich diese Verbindung von Wohnen, Arbeiten, Erholung stärken müssen. Es ist nicht ausreichend zu sagen, ihr könnt euch in Mallorca im Grunde erholen. Und das Denken in Szenarien. Wir haben immer noch das Gefühl, wir wissen genau, was die Zukunft ist. Wir haben aber wenig im Grunde, ne, wir verbinden im Grunde auch bei Klimaanpassung vielfach Klimaszenarien für das Jahr 2050 mit der Bevölkerung von München oder Stuttgart von 2017. Das macht wenig Sinn. Dementsprechend wäre es wichtig, dass man solche Prozesse wie Alterung, vielleicht auch Diversifizierung, was Kulturen angeht, stärker berücksichtigt, um darauf dann aufzubauen. Das heißt, es wäre jetzt für mich auch wichtig, dass wir, oder eine Quintessenz ist eigentlich auch, dass diese Strategien, die der Lancet-Report aufzeigt, eben nicht alleine als eine reine Fachorientierung Richtung, es muss mehr Gesundheit im Flächennutzungsplan erscheinen, sondern sicherlich, es muss dieses strategische und auch dieser übergreifende Charakter, der sicher auch in der Forschung mit transdisziplinären Projekten verbunden ist, nochmal stärker hervorgehoben werden. Und letzte Anmerkung, ich glaube, man muss an Dynamiken denken. Wir haben immer noch sehr stark das Gefühl, es geht um einzelne Gebäude und die genaue Fläche, aber was passiert eigentlich mit den Menschen? Unter Covid haben wir das gesehen, wir müssen plötzlich ganz andere Interaktionen vollziehen und hier wäre es wichtig, dass wir eben auch diese Dynamiken von Städten besser bei Klimaanpassung zukünftig berücksichtigen. Dankeschön. Super, vielen Dank, Herr Birkmann. Wenn Sie möchten oder müssen, dürfen Sie gerne die Runde verlassen. Ich würde einen Prüfungsausschuss machen, was immer etwas unspektakulärer ist, aber rechtlich wichtig. Ja, kein Problem. Vielen Dank für die Teilnahme schon mal an Sie. Ich bekomme nämlich noch eine Frage von einer Journalistin, die uns auch im SMC relativ viel umtreibt. Die würde ich gerne nochmal an Herrn Kopatz stellen. Und zwar Stichwort Mentalität. Wie schafft man es denn, die Erkenntnisse zum Beispiel, dass wir weniger Autos brauchen und vermutlich kleinere Wohnungen oder weniger, in die Köpfe zu kriegen? Also zum Beispiel aus Wissen handeln zu machen. Das ist ja wirklich eine Herausforderung, die ja der komplette Klimawandel eben mit sich bringt. Jeder weiß so ungefähr, was gut wäre, aber keiner macht's. Ja, genau. Das bin ich drauf zu hören, ja. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Ja. Deswegen habe ich auch dieses damals vor ein paar Jahren dieses Buch Ökoroutine geschrieben, weil meine Erfahrung war, wir wissen alle, was zu tun ist, ja, und wollen das auch. Also zum Beispiel wünschen sich 80% der Bürger weniger Autos in der Stadt. Das ist doch faszinierend. Ja. Also das ist das, was die Menschen wollen. Aber wie kommen wir denn dahin? Die Frage haben Sie ja vorhin gestellt. Wie kommen wir dahin? Und das ist eine Frage von strukturellen Rahmenbedingungen. Also, und ich merke auch, dass immer mehr Journalisten darauf hinweisen, dass man nicht sagt, ja, jeder hat es ja in der Hand. Das ist ganz oft das Fazit in der Berichterstattung oft gewesen. Ja, aber es muss ja jeder auch bei sich den Anfang machen. Und dann bleibt die Verantwortung bei dem Einzelnen. Aber in der Stadt heißt das, die Politik muss den Rahmen setzen. Die Leute steigen nur aufs Fahrrad, wenn es sich halt besser anfühlt, wenn es sicherer ist. Und sie können auch Park and Ride-Plätze anbieten. Die wird niemand benutzen, wenn ich aussteige und dann mit dem Bus im Stau stehe, ja, oder mit der Straßenbahn. Die Leute steigen genau dann in solche Verkehrsmittel oder benutzen genau dann Carsharing oder verzichten sogar auf ihr eigenes Auto, wenn sie das Gefühl haben, es ist cool oder es ist sogar ein gewisser Vorteil. Also wenn ich mit dem Bus oder der Straßenbahn deutlich schneller in der Stadt bin, dann lohnt es sich auch, die Routine zu verändern. Und ich glaube, genau das ist ja, deswegen heißt es auch Ökoroutine, uns fällt es unfassbar schwer, unsere Gewohnheiten zu verändern. Und da, und das offenbar reicht es nicht daran zu appellieren. Ein anderer Ansatz ist, dass, das ist jetzt nicht kommunalpolitisch, aber dass die Produkte, die im Laden verkauft werden, dass die immer nachhaltiger werden. Lidl hat es jetzt gerade vorgemacht, ich glaube, die wenigsten wissen das, die gesamte Hausmarke für Schokolade in Lidl ist jetzt aus fairem Handel. Ja, ist egal, was die Leute kaufen, sie kaufen ein fair gehandeltes Produkt, ohne darüber nachzudenken. Und ich kann auch darstellen, dass wir in 15 Jahren auf 100% Biolandbau umsteigen könnten, in der gesamten Europäischen Union, wenn wir schrittweise machen. Da haben wir 100% Biolandbau, ohne dass der Einzelne darüber nachdenken müsste. Ich finde das faszinierend. Ja, ein starker Aspekt war jetzt ja gerade eben Vorteile kommunizieren, die Sie gesagt haben. Also eben nicht nur Risiken oder eben so schlimm kann es werden, sondern vielleicht so, da könnt ihr profitieren. Also vielleicht wäre das ja auch ein Weg, eben die Kommunikationsstrategie zu ändern. Eine Frage, jetzt ist sie mir weggerutscht. Ach so, genau. An Frau Treidel-Hoffmann gerne noch. Und dann würde ich an Sie beide nochmal zurückgeben für ein kleines Abschlussstatement, weil wir sind schon etwas über die Zeit. Aber ich finde, jetzt kommen ja noch ein paar interessante Fragen. Und zwar, in einigen Städten, wie zum Beispiel Bremen, gibt es sowas wie einen Klimavorbehalt bei neuen Gesetzen, die geschlossen werden. Kann man sich das auch für Gesundheit vorstellen und wird das schon irgendwie diskutiert? Also wie kann Gesundheit quasi noch in die Politik stärker, also in die Gesetzgebung einfließen? Gibt es dazu Diskussionen, Frau Treidel-Hoffmann?
Also passiert immer mehr, aber noch zu wenig. Erst diese Woche habe ich im Bundestag gesprochen vor dem Gesundheitsausschuss. Da ging es darum, Allergien mehr zu beachten. Also wir werden gehört, es wird gesehen, aber noch zu wenig. Und gerade sowas, das finde ich einen konkreten und sehr konkreten Vorschlag. Sowas könnte man mit einbringen, aber passiert noch nicht. Also jeder macht es so ein bisschen auf seiner Ebene. Klar, ich sitze mit der Oberbürgermeisterin hier in Augsburg zusammen, mit der Eva Weber, aber das ist nichts, was strukturiert funktioniert. Und das muss es sein. Es muss strukturiert sein, weil wir haben jetzt nicht mehr Zeit für klein und so ein bisschen, sondern es muss strukturiert und stringent voranschreiten. Mhm. Herr Kuppertz, jetzt würde ich an Sie nochmal überleiten für so ein ganz kleines Fazit vielleicht, was Sie mitnehmen aus diesem Briefing oder was Sie den Journalisten gerne noch ans Herz legen möchten. Naja, ich glaube, ich habe alles Wesentliche schon gesagt jetzt. Ich habe ja viel geredet. Ich spreche immer, dass Routinen sich nur durch Strukturen verändern oder anders gesagt, Verhältnisse ändern Verhalten. Zwei Leitbegriffe von mir sind Standards und Limits. Also ich spreche nicht von Verboten oder Regulierung, oder das wird häufig als staatsautoritär wahrgenommen, sondern von Standards. Wir sind sehr froh, dass wir hohe Standards für Lebensmittel haben, dass wir sichere Produkte haben. Und in der Landwirtschaft zum Beispiel haben wir Standards, im Verkehrsbereich haben wir Standards für Pkw und ich plädiere dafür, dass diese Standards angehoben werden. Das nimmt aber und für Limits, zum Beispiel, dass der Flugverkehr, damit der Flugverkehr nicht weiter wächst, wäre es einfach notwendig, dass keine weiteren Start- und Landebahnen gebaut würden. Oder, das wird man vielleicht sogar einsehen, aber dass auch keine neuen Straßen gebaut werden. Ja? Die Staulänge hat sich seit 2002 vervierfacht. Kein Problem ist damit gelöst worden und es werden trotzdem allenthalben unverdrossen weitere Bundesstraßen, tausende Kilometer Bundesstraßen geplant und auch jedes Jahr gebaut und die Autobahn ausgebaut. Alles verschärft die Probleme und deswegen brauchen wir auch Limits, absolute Grenzen. Das gilt halt auch für den Neubaubereich oder für Gewerbegebiete, unbequemes Thema. Aber Standards und Limits sind dann da zwei Leitbegriffe in meiner Argumentation. Und zum Abschluss noch, was ist die Aufgabe jetzt der Bürgerinnen und Bürger? Sie brauchen ein Verständnis dafür, dass sie mehr sind als nur Konsumenten, ja, sondern dass sie Politik mitgestalten durch ihr Engagement. Und das hat die Friday for Future Bewegung halt gerade so wunderbar gezeigt, dass wenn Druck von der Straße kommt, dann haben die Reformen an der Politik es leichter. Und das ist mein Schlusswort. Vielen Dank, Herr Kuppertz, schon mal. Frau Treidel-Hoffmann, ich würde gerne nochmal an Sie überleiten für ein ganz kurzes Fazit und was Sie den Journalisten gerne mitgeben würden aus Ihrem Bereich. Genau. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Klimawandel unsere Gesundheit und unsere Existenz bedroht. Das System Erde ist bedroht und somit auch das System Mensch. Und die Problematik ist, dass diese Klimaveränderungen auf eine sehr verletzliche Gesellschaft hier bei uns in Deutschland, in Europa wirken. Also das ist nichts, was irgendwo auf der Welt passiert, sondern das ist konkret bei uns. Ich hatte es gesagt, 40% Allergiker und das ist etwas, die Allergien werden zunehmen durch den Klimawandel. Wir haben eine Gesellschaft, die gealtert ist und gerade die ganzen Hitzetage wirken vermehrt auf die verletzlichen älteren Personen. Da haben wir es wieder, nicht nur Corona, auch die Hitzetage. Das bedeutet, Klimawandel wirkt auf eine sehr verletzliche Gesellschaft. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen und wir müssen das aufhören, auf diesem Ast zu sitzen und wir müssen eine Transformation schaffen. Das ist wirklich so, die Politik kann Regeln bringen, aber am Ende ist es jeder von uns selbst, der sich transformieren muss. Ich muss das Auto stehen lassen, ich muss mit dem Fahrrad fahren, ich muss verstehen, dass es besser ist, eben kein Fleisch zu essen, sondern mich vegetarisch zu ernähren. Das sind solche Dinge, wie wir es schaffen müssen. Und das ist mein letztes Wort. Wir Ärzte haben da eine große Verantwortung. Wir können diese Nachricht transportieren. Wir müssen sie transportieren, weil das in unserer Verantwortung liegt. Und ich glaube, dass dieser Punkt Klimawandel und Gesundheit sehr wahrscheinlich am Ende ein Teil der Rettung der Welt bedeutet. Und das ist mein Schlusswort. Vielen Dank dafür. Das steht jetzt so ein bisschen diametral gegenüber zu dem, was Herr Kuppertz gerade gesagt hat. Aber es ist ja vielleicht auch eine Spannung, die nochmal aufgegriffen werden kann. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch an Sie beide. Herr Birkmann musste sich ja schon verabschieden, dass Sie sich die Zeit genommen haben eben für dieses Panel hier und für das Briefing und auch an alle Teilnehmenden und Teilnehmerinnen für die Fragen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.